Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rise of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Ja, unser Abenteuer geht weiter. Bevor ich aber die Hauptstory weitermache, möchte ich auf jeden Fall noch dieses Grab hier machen. Und da hätten wir auch noch eins. Weil ich finde die Gräber sehr wichtig, weil wir bekommen dadurch nochmal so passive Fähigkeiten. Und das ist nie verkehrt. Hoffentlich wird dieses Grab... Oh! Oh, dass die immer so plötzlich kommen. Oh! Lewa! Du musst da weg. Ja, man hat auch gesehen, dass man jetzt das Herz sieht bei den... Bei den Wölfen. Habt ihr es eben gesehen, dieses Gelbe? Man sieht das Herz. Oh, dass die immer so plötzlich kommen. Eigentlich solltest du den Wolf looten, aber egal. Oh. Komm dann auch von allen Seiten und dann... Kommen wir da so rein? Ja. Unbekanntes Gebiet. Bin mal gespannt, wie das Grab jetzt sein wird. Beim letzten Mal habe ich mich ja so ein bisschen dumm angestellt am Ende. Ich wusste einfach nicht, dass man das Boot ranziehen soll. Naja, so ist das manchmal, ne? Okay. Quetschen wir uns hier mal durch. Ich mag die Gräber gerne. Vor allem hier hat man nochmal mehr die Motivation, die zu machen. Weil man halt noch eine Fähigkeit kriegt, ne? Immer mal wieder. Also bei jedem Grab, meine ich. Schon wieder so eine Pampe. Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Okay. Oh, da war irgendwas. Okay. Was haben die hier gemacht? Erstmal haben wir ein Relikt. Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Gehe ich auch mal von aus, dass sie dazu gehört. Da gingen auch wieder so viele Leichen. Wahnsinn. Krankenstation, neues Basislager. Wie viele Relikte haben wir eigentlich? 7 von 13. Oh, uns fehlen noch richtig viele. Also eigentlich würde ich wieder gerne Relikte, Dokumente und die Gräber machen. Ich glaube, den Rest, den lasse ich. Das ist ja Wahnsinn. Nee, unser Bogen hat mal wieder nichts. Ich könnte den jetzt auch wieder wechseln, aber ich habe auch keinen Bock, den immer zu... wechseln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde immer gerne erstmal das ausgerüstete Rückstoßstabilität. Ja, das machen wir einfach. Kann ich schaden. So. Ich bin auch gespannt, wie lange dieses Spiel noch gehen wird. Hier auch wieder ein Dokument. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben. Mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen. Zu ihr. Seine Frau war unheilbar krank. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das richtig lese, da oben, ein Ehemann muss seine Frau in einer Lepra-Kolonie zurücklassen, dass sie Lepra hatte und daran gestorben ist.
Sie durfte auch nicht mehr ins Dorf, sie durfte ihren Mann nicht wiedersehen. Und das hat er nicht ausgehalten, er wollte bei ihr sein. Und deswegen hat er wahrscheinlich, wenn ich das richtig entnehme, diesen Text, sich das Leben genommen für sie. Ohne sie wollte er einfach nicht sein. Vielleicht ist er das ja gerade hier. Und wir haben Griechisch auf Stufe 7. Nice. Na, heiß. Wandgemälde. Heiß lesen? Nö. Wo geht's weiter? Ich weiß gar nicht, wo ich herkam. Ich bin irritiert. Hier muss ich hin. Was muss ich machen? Da ist was. Ich zieh das jetzt einfach mal. Hier ist irgendwie eine Rolle drauf. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ich hab noch gar keinen Überblick. Und das schaffe ich mir jetzt mal eben. Da ist was drin. Darf ich hier rein? Ja, so aus. Das ist ja ein bisschen Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Jetzt ist das da dran, aber vielleicht ist das auch richtig zum Hochziehen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah, warte mal. Das kann ich auch nicht weiterziehen, ne? Nee, ich dachte, ich mache das da fest. Um das daran zu machen. Aber. Kann ich es noch irgendwie anders ziehen? Nee. Ich könnte es nur zurückziehen. Okay, ah, da hinten blinkt noch was. Warte mal eben. Die Treppe gehe ich auch gleich hoch. Vielleicht kann ich da noch irgendwas machen. Gut. Das brauche ich nicht. Okay. Irgendwas muss ich ja hier machen können. Sie sagt auch gar nichts, ne? Eigentlich wollte ich abrollen, aber es hat vielleicht nicht geklappt. Hier haben wir noch ein Relikt. Das nehme ich natürlich mit. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Ich finde die ganz schön hässlich. Aber naja, für damals war das vielleicht, naja, Mode, sag ich mal. Die Frage ist, wie kriege ich das da hoch? Kann ich hier irgendwas machen? Sie sagt gar nichts, ne? Weiterschieben kann ich es nicht. Da oben ist ein Hebel. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Ach so. Stimmt, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Oh. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Ah. Guck mal, da ist jetzt das Wasser drin. Okay, warte mal. Da muss ich wahrscheinlich schon hier hoch. Nee. So.
Wie schnell soll ich denn da sein? Okay. Oh, muss ich jetzt echt wieder runter? Scheinbar schon. Aber das geht doch gar nicht. Das ist doch viel zu schnell. Also... Oh, Lara, lauf. Ah. Und natürlich ist es zu langsam. Also, ich bin zu langsam. Okay, ich finde es aber auch ein bisschen knapp mit der Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich probiere es nochmal aus. Wahrscheinlich jetzt schon. Sie hängt ja erst da dran. Das ist doch Wahnsinn, Leute. Nee, halt dich mal fest. Sechseinhalb Stunden später. Okay, ich habe es mir viel zu schwer gemacht. Ich musste es einfach da am Wagen festmachen. Ich habe das, musste es glaube ich ein bisschen schneiden, weil ich das ewig gebraucht habe dafür. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie, ich dachte, ich muss es irgendwie abpassen, dass ich da so rüberspringen muss. Aber wäre ja Schwachsinn, weil da der Wagen ist. Aber hätte ja sein können, weil das ist ja meistens so mit Timing und schnell sein und so. Ja, so jetzt hoch. Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Dokument wieder. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches, ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Na, schauen wir mal, ob es den Preis wert ist. Aber viele sind durch Krankheit gestorben auch. Und ja, und das durch Fehlen einer einzigen Blume. Und die Ärztin stellt natürlich auch ihr Können und ihr Wissen in Frage. Achso, wir sind hier schon. Guckt mal. Ich bin gespannt auf die Fähigkeit. Oh, Moment. Ja, Relikte haben wir ja fast, ne? So, ich bin sehr gespannt darauf. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Mhm. Schneller Heiler. Okay. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung V gedrückt. Okay. Haus der Kranken. Grab abgeschlossen. Das ist sehr schön. Dann haben wir dies auch gemeistert. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich wusste, dass ich mit dem Wagen irgendwas machen muss, aber kam irgendwie nicht darauf, wenn das runterfährt, dass ich das dann natürlich ja, festhalten kann. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Das ist die Hauptsache. Nehmen, glaube ich, auch schon zu lange auf. Mein Gehirn ist irgendwie schon Matsche. Denn, ich gucke mal auf die Uhr. Nehmen, glaube ich, schon seit
weiß nicht, 5 Stunden? 5,5 Stunden auf? Ich habe nämlich erst The Awesome Adventures of Captain Spirit aufgenommen und jetzt mache ich gerade Tomb Raider. Eine ganze Zeit schon. Wo bin ich? Orientierung. Goodie, dann haben wir dieses... Lara, ich würde den Atlas gerne untersuchen, wenn Sie bereit sind. Ich habe ihn und bin bald da. Passen Sie gut auf ihn auf. Wir warten auf Sie. Das ist mein Atlas. Gehört mir ganz allein. Gut, dann haben wir hier auch das Grab erledigt. Oh, die Gräber sind aber wirklich schwierig, finde ich momentan. Aber so soll das ja eigentlich auch sein, ne? Das ist noch eine Tasche. Soll ja auch nicht so einfach sein. Man kriegt ja sogar eine Fähigkeit dafür, ne? Geheimnisse entdeckt. Oh ja. Da blinkt ganz viel. Freu dich. Oh. Ich hab's geschafft, abzurollen. Ich würde gerne noch das andere Grab machen. Wo ist denn das? Da. Muss ich da lang? Da? Ja. Das schaffe ich in diesem Part wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und ich würde jetzt auch gleich erstmal einen Aufnahmestopp machen. Weil das ist ja doch sehr viel, ne? Was man hier so macht. Mit den Aufnahmen. Aber ich merke auch gerade... Oh, ein kleiner... Guck mal, ein kleiner Regenbogen. Gar nicht richtig. Doch, das sieht gut aus. Fragt sich jetzt nur, wo es lang geht. Irgendwo hier wahrscheinlich, ne? Ja. Denn ich brauche gleich eine Pause vom Aufnehmen und vom Spielen. Ich habe auch Hunger. Mein Magen knurrt. Ja, genau. Hier ging's rein. Und dieses Grab machen wir dann auf jeden Fall im nächsten Part. Wir haben ja die Fähigkeit, um darüber zu kommen. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen länger gebraucht habe. Das ist halt, wenn's blind ist, dann braucht man halt ein bisschen länger. Finde ich eigentlich auch nicht so schlimm. Ja. Wie gesagt, ich dachte, da muss das Timing stimmen. Und ja, musste aber gar nicht sein. Na gut, ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder mit dabei, wenn es mit diesem Grab weitergeht. Das ist, glaube ich, auch das letzte Grab in diesem Gebiet, oder? Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, eure Inori LP.